Ich glaube, als Förster muss man sich zuerst einmal gut überlegen, ob man es will oder nicht. Es ist eine sehr vielschichtige Aufgabe. Man bekommt irrsinnig wichtiges Gut in die Hand gegeben und das ist unsere Natur. Also man muss schon das Herz fürs Holz haben und das macht dann schon, als wenn man dann sieht, dass man für die nächsten 150 Jahre wieder einen Grundstein gelegt hat. Also macht dann teilweise schon ein bisschen ehrfürchtiger.